Wie man in Power BI die täglichen Kurswerte des DAX-Index auswerten kann, sehen wir uns nun an. Ich habe Power BI Desktop gestartet und der erste Schritt ist, eine Datenquelle für die historischen Kurse des DAXes zu finden. Dazu bietet das Unternehmen OnVista einen Webservice an. Hier sehe ich den DAX-Index nach Datum, Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen. Ich kopiere mir diese URL und binde diese über Daten abrufen über diesen Webservice ein. Hier gebe ich nun die URL an, bestätige mit OK. Und erhalte nun im Navigator eine Voransicht der Werte. Wie man sieht, benötigt nach dem Import eine Transformation der einzelnen Spalten, da hier Komma und Punkt nicht notwendig sind bzw. nicht interpretiert werden können von Power BI. Daher klicken wir auf Daten transformieren. Und wählen nun alle Spalten aus und ersetzen den Punkt mit einem Leerzeichen. Zu suchen der Wert ersetzen durch Leer. Im nächsten Schritt muss ich noch das Komma in einen Punkt umwandeln, damit Power BI diese Zahl interpretieren kann. Werte ersetzen, ein Komma und ersetze das durch einen Punkt. Nun kann ich diese Spalten als Datentyp Dezimalzahl definieren. Das Volumen kann ich nun als ganze Zahl definieren. Nach diesen Änderungen klicke ich auf Schließen und Übernehmen. Und habe nun meine täglichen historischen Kurse des DAX. Kann diese beispielsweise als Tabelle mir anzeigen lassen. Nun gibt es auch die Möglichkeit im Marketplace in Power BI eine schöne grafische Auswertung zu erstellen. Dazu gibt es das Trading Chart bei Mac Software. Und hier habe ich die Möglichkeit, die einzelnen Felder zu befüllen. Da nun die ganzen Daten angezeigt werden und etwas unübersichtlich ist, benötigen wir noch einen Zeitfilter. Diesen kann ich nun beispielsweise über die Funktion relativ auf die letzten 6 Monate einstellen. Und habe nun eine schönere Ansicht der einzelnen Kursverläufe. Ich kann noch weitere Einstellungen vornehmen. Beispielsweise möchte ich keine Trendlinie sehen und benötige auch keinen Rahmen. Wie ihr seht, könnt ihr ganz einfach mit Power BI DAX-Kurse analysieren und auswerten.
Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr über einen Like oder eine Subscription freuen und wir sehen uns bald. Tschüss.